ist ja der heimliche oder unheimliche König des Wörthersees. Er ist gerne in der Öffentlichkeit. Eine Person, die omnipräsent ist, würde ich sagen. American Way of Life. Irgendwas wird ihn antreiben, weil der macht mehr Party als ich. Dann ist er vom Tellerwäscher zum Millionär. Eine Kärntner und auch eine österreichische Ikone. Von der Bekanntheit her ist er eigentlich der Meisterproper des deutsch-österreichischen Films. Der Durchbruch war wirklich das Schloss am Wörthersee. Malek immer arbeiten, Josip immer fleißig. Dann war er einmalig auch als Regisseur. Das Beispiel für Verlässlichkeit. Ja, Otto war eigentlich der Boss, also diese graue Eminenz. Ein Besessener, um nicht zu sagen Wahnsinniger. Der hat sich nie verstellt. Wenn der was zu sagen hat, sagt er es einfach. Der Otto Letz ist ein liebevolles Schandmaul. Er kam aus Löhling und das praktisch hat ihn eigentlich autorisiert, dass er alles machen kann, frech sein kann. Das hat er schon immer kennen, dass ihm irgendwas eingefallen ist und dass er uns irgendwas erzählt hat. Die Mutter hat immer gesagt, bei dir ist Maul auf, lug da. Er ist endlich ein Geschichtenerzähler. So, meine Herren. Ich wäre soweit.